sag sehr oft so. Ist vielleicht noch keinem aufgefallen. So, lala. Da war schon wieder. Dann macht die Basis für den Turm hier fertig. Ne, warte. Ich glaube, den kann man sinnvoller zu Brettern dann verarbeiten. Ah, ne. Wir haben eh noch 5 Holz da. Ah, nichts mit Bretter. Machen wir so, machen wir das hier. Wow. Ich bin extra schon am Drücken des Todes und fall trotzdem noch runter. Immer wieder faszinierend, das alles hier. So, Della. Diese kleine ist. Ach, sieh mal einer an, unser Weizen ist auch schon gewachsen. Das Haus passt an dieser Stelle nicht so ganz, aber es lockert zumindest ein bisschen das Ganze hier auf. Haben wir jetzt eigentlich schon eine Möglichkeit? Ja, man hat eine Möglichkeit hochzukommen. Über diesen Turm hier. Da kommt man ganz hoch. Und auch auf diese schöne Zwischenebene. Bei der ich betonen möchte, dass sie sehr schön ist. Und groß. Das heißt, ich finde sie sehr schön. Autsch. Ja. So. Ich bin gespannt, wie lange wir an dieser Burg hier arbeiten wollen. Bis uns die Obla, aber die Lust ausgeht, hier noch großartig was zu machen. Wenn man ehrlich ist, ist es schon ein bisschen eintönig. So viel Ehrlichkeit muss sein. Weil man immer wieder lustige Themen dazwischen hat. Wenn mir welche einfallen, das ist ja bei mir sehr zufallsabhängig. Und hier, man sieht ja, der Höhenfasser gehört eigentlich gehört da noch eine Zwischenebene hinein. Da wüsste ich nicht, wie ich die am besten reinbauen soll. Denn diese mal hier kommt natürlich gleich schon hier instant an diesen Turm so an diese Höhe ran. Aber sonst bin ich etwas ratlos, wie ich das hier angehen soll. Großartig jetzt. Oh, mir fällt gerade auf, hier fehlt eine Fackel an der Säule. Das muss natürlich behoben werden. Na komm, ja. Ist das so. Okay, da vorne ist es auch etwas dunkel. Kann ich den schon noch mal wieder ein paar Fackeln hin. Hier auch mal. Hier ist ja wieder eine Ecke da in der Mauer. Man muss ja nicht immer über Türme die Ecken regeln, ne?
Das ist so schön. Vermutlich auch schöner, als wenn man es nicht über Türme regelt. Aber es ist halt auch dementsprechend platzintensiv. Das ist ja vielmehr so praktisch angelegte Gebäude sind Gebäude auf praktisch, also wenn sie Praxis ausgelegt sind, können die Gebäude unglaublich klein sein. Und es passt. Ja. Aber sie sind halt auch meistens des Todes hässlich. Schulgebäude zum Beispiel. Früher Schulgebäude, ja. Man hat auch aufs Äußere geachtet. Altbauten von Schulgebäuden ist das Beste, was einem passieren kann. Die sind schön. Äußerlich zumindest. Ob man persönlich sie schön findet, hängt wahrscheinlich auch mit den schulischen Leistungen zusammen, die man da drin absolviert. Das kann ja das Schönheitsempfinden sehr drastisch beeinflussen. Erfahrungen, Lebenserfahrungen. Das beeinflusst auch die Wahrnehmung von eigentlich Dingen, besonders die für Außenstehende total wertneutral wären, wie zum Beispiel halt ein Altbauschulgebäude. Wenn jemand da drin eine sehr, sehr, sehr negative Erfahrung gemacht, dann findet er das Gebäude hässlich. Und wenn er positive Erfahrungen gemacht hat, findet er das Gebäude auch schön. Und für Außenstehende entscheidet halt rein der persönliche Geschmack, weil sie mir keine emotionale Bindung zu diesem Gebäude haben. Es gibt bestimmt auch Leute, die einen Betonklotz schön finden. Ich gehöre persönlich nicht dazu. Ich mag diese kleinen Altbauten, die verspielt sind. Bei denen man auch wirklich sich dabei was gedacht hat, als man sie in die Welt gesetzt hat. Wo man darauf geachtet hat, ob sie zur Umgebung passen. Da habe ich das Gefühl, kein Architekt achtet mehr im Ansatz drauf, von sich aus, ob das Gebäude für Außenstehende schön ist. Es soll funktionieren, es soll möglichst billig sein, möglichst funktionell. Und dann steht dann immer wieder so ein Betonwürfel in der Gegend rum. Und die Außenstehenden, die so denken so, das ist so hässlich eigentlich. Aber niemand traut es sich zu sagen. So, will ich da rein? Ich glaube nicht. Ich habe zu sehr Angst zu sterben. Und hierher zu laufen, das will ich jetzt nicht. Ich würde aber schon gern wissen, ob man da überhaupt wieder lebend rauskommen kann. Ob man in Lava springen kann. Es gibt ja noch so wenig hier. Aber das hier funktioniert. Ja, das funktioniert super. Es ist verblüffend, dass in der Alpha bereits die Wahl der Cobblestone-Generator funktioniert. Lustigerweise sogar fast besser, weil die ganzen Steine hier runterfallen schnell genug. Ist ja noch faszinierender eigentlich. Dass Cobblestone-Generatoren mehr Drops geben als heutzutage in der Minecraft-Version. Und hier ist ein Schaf. Schön. So. Das Zuckerrohr ist auch schon wieder gewachsen. Ich würde da mal sagen, neue Erde von dem Zeug. Weil, ja, ist halt so, ne? Man muss auch mal das Zuckerrohr ernten. Denk doch mal an die Leute, die kein Zuckerrohr haben. Ja. Es ist auch so bei uns. Wenn einem das Essen nicht schmeckt, was macht man dann? Wenn es einfach nur nicht schmeckt, wenn man sagt, ich weiß nicht, Pfeffer ist nicht so meins.
Da ist ein bisschen zu viel Pfeffer drinnen. Salz ist jetzt ein blödes Beispiel, weil zu viel Salz halt auch gefährlich ist für den Körper tatsächlich. Aber Pfeffer. Pfeffer ist nicht gefährlich. Zumindest wüsste ich nicht, dass Pfeffer gefährlich wäre. Na, was macht man dann bei uns? Man schmeißt es weg. Man schmeißt Essen weg, keine Ahnung. Man spült die Toilette runter und tut es in einen Beutel, in einen Mülleimer, damit es ja nicht stinkt. Ah, damit die Gerüche eingesperrt sind und man kein schlechtes Gewissen haben muss, dass man Essen weggeschmissen hat. Und genau dieses schlechte Gewissen, darum geht's mir. Wir wissen genau, dass es falsch ist. Aber wir sind so verwöhnt und sagen so, ja, es schmeckt mir nicht. Ich mag das, ich will das jetzt nicht essen, weil es mir nicht schmeckt. Was heißt es überhaupt, es schmeckt einem nicht? Ekelt man sich vor diesem Essen? Also von manchen Essen kann man sich ekeln, wir hatten vorher das Thema Schnecken. Da kann man schon durchaus mal nachvollziehen, warum das manche Leute nicht essen wollen. Aber die müssen ja nicht. Aber wenn man halt schon etwas gekocht hat und man dann beim Essen merkt, eigentlich schmeckt's mir irgendwie nicht. Warum? Ist das, was ist das dann, wenn es einem nicht schmeckt? Es sagt sich so einfach. Aber was steckt da eigentlich dahinter? Vom Körper aus. Man kommt, bekommt schnell ein Sättigungsgefühl. Und dann, wenn man es dann wegtut, hat man dann doch ein schlechtes Gewissen. Weil man einfach eigentlich gutes Essen von dem 2 Millionen Menschen auf der Welt es so dankend annehmen würden. Weil sie es nicht haben, weil sie schlichtweg einfach nicht kein Essen haben. Weil wir so viel verbrauchen und davon vielleicht 10% aktiv essen, weil so viel weggeschmissen wird. Die kleinen Haushalte machen da noch das wenigste aus. Wenn man einfach mal sagt, es schmeckt mir nicht und dementsprechend schmeißt man Essen weg, ne? Aber Supermärkte, die sind ja sogar zu geizig, das an Bedürftige zu spenden, wenn das Haltbarkeitsdatum einen Tag abgelaufen ist. Es ist ja nur ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das Teil kann 2 Jahre länger gut bleiben. Außer vielleicht gehacktes. Gehacktes ist, was das betrifft, durchaus gefährlich. Das ist sehr anfällig. Aber Honig. Und was mich am meisten schockiert hat, wieso haben Teebeutel ein Haltbarkeitsdatum? Teebeutel. Das ist getrocknetes Kräuter. Das ist staubtrocken da drin. Wie soll das denn bitte kaputt gehen, wenn das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist? Ist dann das auf einmal Feuchtigkeit drin und es schimmelt? Oder Honig? Wieso hat Honig ein Mindesthaltbarkeitsdatum? Da ist so viel Zucker drin, Honig kann. Allein weil so viel Zucker drinnen ist, kann Honig nicht schlecht werden. Das geht gar nicht. Und trotzdem ist ein Haltbarkeitsdatum drauf. Und wenn dieses abgelaufen ist, dann wird es weggeschmissen. Man sollte mal wieder von der Gesellschaft aus den Mut entwickeln, ein Haltbarkeitsdatum ignorieren zu können. Wenn es angeht, weil man muss wissen, bei welchen Lebensmitteln man es machen kann. Man muss auch wissen, bei welchen Lebensmitteln man Schimmel wegschneiden kann. Hartkäse zum Beispiel. Wenn bei Hartkäse ein bisschen was so